ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In diesem Video lernen wir die Ayat ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Das erste, was wir bei dieser Ayah zu beachten haben, ist, dass wir fünf aufeinanderfolgende Fathat haben. Wa, wa, ja, da, ka. Wir sprechen jeden Buchstaben klar, deutlich und hell aus und öffnen dabei unseren Mund. Wa, wa, ja, da, ka. Wa, wa, ja, da, ka. Beim Wort dallan fahada haben wir zwei Sachen zu beachten. Die erste Sache ist, der sechsfache Ment. Wir sagen Ball, Ball und machen dabei den Sukun hörbar. Die Shadda auf dem Lam ist ein Sukun und eine Fatha. Das heißt, dieser Sukun muss hörbar sein. Ball. Die zweite Sache, die bei diesem Wort zu beachten ist, ist der Übergang vom Lam ins Fa. Dabei verstecken wir das Tanwin im Fa. Wir machen das, indem die Spitze der oberen Schneidezähne sich der Innenseite der Unterlippe nähert. Wir haben das bereits gelernt. Zur Wiederholung. Lanfa, lanfa, ballanfa. Und hada sollte kein Problem sein. Ballan fahada wa wajadaka dallan fahada. Wa wajadaka kennen wir bereits. Nicht vergessen, fünf aufeinanderfolgende Fathat. Wa wajadaka a'ilan fa ist ähnlich wie dallan fa. Wir haben aber zwei kleine Unterschiede. Der erste Unterschied ist, dass das Ein ein heller Buchstabe ist, A, A und nicht A. Der zweite Unterschied ist, dass wir einen vierfachen Met haben und ohne Sukun am Ende. Und wieder hier den Übergang vom Lam im Fa. Dabei verstecken wir das Tanwin im Fa. عائلاً فا ووجدك عائلاً فا. أغنى ist leicht. Wir achten darauf. Hamza ist hell. Rein ist dunkel. Nun ist hell. أغنى. Und beim Rein haben wir einen Tonfluss. أغ. Und wir sagen nicht أغ, sondern أغنى. أغنى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Und zum Abschluss noch einmal beide Ayat. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.